Hast du dich denn gefreut, sie wiederzusehen? Oder seid ihr so richtig auf Hate? Nee, ich bin nicht auf Hate mit ihr. Ich hatte ein paar Dinge zu klären. Die habe ich mit ihr geklärt. So. Die ist immer wichtig, zwei Seiten, zwei Ansichten von den Personen zu hören. Sie hat doch erzählt, dass ich sie zu gewissen Sachen gedrängt habe. Was? Sexuell? Warte mal, das Beste kommt noch. Dann sagte er das mit dem Kuss bei Temptation. Im Pool habe ich auch bereut und habe danach geheult. Ich so, du hast beim Kuss danach am Pool geheult, aber alles, was wir nach zwei Tagen Offcam hatten, wo wir uns schon geküsst haben, das hast du nicht bereut? Ich so, und nach dem Kuss unter der Dusche, was ist denn da passiert, dass wir Sex miteinander hatten? Hast du das auch bereut? In der Show? In der Show. Nein. Was? Was hast du gemacht? Jesus, oh mein Gott. Ich habe gesagt, dass wir Sex miteinander hatten unter der Dusche. Hast du das auch bereut? Du hattest Sex mit ihr in der Show? Der hat sie bei Temptation gefickt. Wusstest du das nicht? So wie er aussieht, gerade nicht so. Ne? Es ist schon wirklich sehr, sehr krass. Ich bin gerade echt massiv verwirrt. Stimmt das echt? Hat sie das zugegeben? Sie hat es zugegeben, klar. TV und alles hingestellt. Ich bin gerade massiv emotional verwirrt, Bruder. Boah, das ist schon ein hartes Brot. Ne? Ich komme gerade nicht hinterher. Das ist echt ein bisschen viel. Ohne Witz. Das ist zu viel. Was? Nix mehr. Hauptsache, ich sehe gut aus. Was ging ab hier gerade? Hier geht's richtig rund, hier wird nonstop geredet. Alles gut hier? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Safe, es ist nichts passiert. Ja, gar nichts. Oder? Ich kann mir fast gar nicht vorstellen, dass es noch schlimmer wird. Das Einzige, wo ich ein bisschen stutzig war, dass als Yasin das kurz hier seinen Ausdruck aus dem Gesicht gefallen ist, als Dominik meinte, dass du mit ihm bei Temptation geschlafen hast. Junge, was soll das denn, Alter? Die wird ja Scheiße um Scheiße gedroppt. Das ist ja wirklich heftig. Und Paulina hat's wirklich so hardcore getroffen. Ey, sag mal, ohne Scheiß geht mir doch eigentlich auf den Sack, Alter. Das ist doch endnervig, diese Kacke.